Hallo Leute, ich habe ja noch versprochen, dass ich von der fünften Unterkunft eine Roomtour mache. Das mache ich eben mal. Also hier ist der Eingangsbereich mit Regenschirm und so weiter. Da sind hier alle Schuhe. Wenn ich jetzt weiter hier hingehe, dann kommt man in den Flur und das ist eine Unterkunft für so ungefähr 15 Leute. Es gibt noch ein zweites Stockwerk, da sind auch noch mal ein paar Zimmer. Und das sind alles verschiedene kleine Räume. Winzig. Hier ist auf jeden Fall die Küche mit allem, was man so braucht halt. Hier drüben geht's zum Badezimmer mit zwei Waschmaschinen. Das bin ich. Hi. Dusche. Super spektakulär, ich weiß. Und hier ist nochmal eine Dusche in dem und hier ist das Bad, die Toilette, Hightech-Toilette, wie man sie aus Japan oft kennt. Und dann gibt es nur noch mein eigenes kleines Zimmer, das ist das hier. Wenn sich klein, ja, natürlich die Unordnung, mein ganzer Elektrokram liegt noch hier, knapp 2x1,5 Meter mit halber Decke. Ja, hier konnte man es relativ okay aushalten. Andere Unterkünfte waren cooler, aber ja. Ich denke mal, wir sehen uns dann in der nächsten Unterkunft wieder. So, ich bin in einer neuen Unterkunft angekommen und die wollte ich jetzt mal zeigen. Und zwar, hier ist der Eingangsbereich. Gleich gegenüber kommt man in die Küche. Hier wohnen noch zwei andere Leute. Auch wieder mit allem, was man irgendwie braucht. Dann ist hier drüben das Badezimmer. Und dann geht es hier zwei Treppen hoch. Ich wohne im dritten Stockwerk. Hier rechts ein Privatzimmer. Das auch. Und hier ist ein Bad, eine Toilette. Super spektakulär. Und hier oben, sorry, dass es jetzt ein bisschen dunkel ist, ist gleich ein bisschen heller wieder. Das ist einmal eine kleine Dachterrasse. Und hier ist mein Zimmer. Ich muss hier einmal nicht Schalter finden. Hier. Das ist mein Zimmer. Ja. Viel mehr ist heute auch nicht passiert, als dass ich umgezogen bin, und dann, ja, dann war es das mit heute. Bis morgen, ne? Bye bye.